morgens 8:30. Jan macht uns lecker Frühstück. Und heute gibt es neue Flakes. Die Wheaties. Wer hat Bock auf den Nationalpark? Ich. Das hier ist ein trockener Regenwald und das merkt man auch, denn hier ist es nicht wie in den anderen Regenwäldern, in denen wir bisher waren. Hier ist es weder kalt noch feucht, hier ist es einfach nur geil warm und trocken. Und ich meine, so ist das in Australien. Da hat man mal einen Tag ein bisschen bewölkt, so wie gestern. Und am nächsten Tag ist einfach wieder das übelste Wetter. Richtig cool hier, das ist vom Wasser geformter Felsen, der vor 300 Millionen Jahren noch unter Wasser war. Ja, da war hier alles Ozean. Hier gibt es auch Twisterbäume. Kaktusse. Selber! Nee, sind natürlich Kakteen und keine Kaktusse. So wie die da. Also ist ja schon ganz schön geil in so einem trockenen Nationalpark, aber wir haben eigentlich gehofft, dass wir hier noch ein paar Höhlen sehen, weil das ist ja der Mount Etna National Park, wo es ja so viele Caves gibt, wo dann die Fledermäuse drin sich paaren. Aber erst irgendwie im September oder so. Wir haben keine einzige Höhle gesehen. Ein bisschen traurig. Und was darf natürlich an keinem australischen Reststop fehlen? Richtig, ein Barbecue. Ist aber auch richtig schön hier, um einfach ein bisschen zu verweilen und die Seele baumeln zu lassen. Den ersten Nationalpark für heute abgeschlossen. Auf geht's zum zweiten. Und wir fahren jetzt über so einen Tourist Scenic Drive, heißt das hier immer. Das ist dann quasi so, wenn hier der Highway ist, dann geht's hier nochmal so einen Bogen quasi, wo du dann halt richtig geile Aussichten und so genießen kannst. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Haben wir gerade so ein kleines Wildlife Sanctuary gefunden, dachten wir, cool, gehen wir mal rein. Wollen die $30 dafür haben, Alter? $30 und das ist hier nur so ein kleines Kabuff mit ein paar Hühnern und einem Wallaby. Aber ja, das Wallaby haben wir gesehen, also ist okay. Passt schon. Auf der Suche nach dem nächsten geilen Nationalpark hat es uns mal wieder irgendwo in die Berge verschlagen. Und Leute, Hammeraussicht, geil. Robert, das ist der Burner. Nach ungefähr 10 Kilometern übelst zerfressener Schlaglochpiste, die nur so Gravel Road, also Schotterstraße war, sind wir jetzt angekommen auf dieser coolen Rest Area und wie immer, Rest Area, Barbecue. Barbecue und noch mehr Barbecue, also alles voll mit Barbecues und wir werden uns jetzt ein paar Toast schmieren und dann gehen wir mal darüber, weil da ist so ein kleiner Bach und der sieht übelst geil aus. Aber erstmal wird was abgesnackt und zwar Nutella, haben wir uns da gekauft und wir haben uns direkt nochmal eine zweite Dose von diesem Cinnamon Peanut Butter Spread gekauft, weil der einfach so geil ist, Leute. Genauso geil wie meine Frisur. Na, zu viel versprochen, ist das ein hammergeiler kleiner See oder was? Annika hat die GoPro in der Hand und will jetzt Unterwasseraufnahmen machen. Seit wir damals diesen Sack Kiwis gekauft haben am Straßenrand, halt immer wieder Ausschau nach so kleinen Bütchen und heute haben wir das erste Mal wieder eine richtig geile gefunden, nämlich Ananas für $1, echt geil, und dann gibt's die morgen einfach zum Frühstück.
sitzen im Auto, wir fahren jetzt nach St. Lawrence ins Recreational Center und da gibt es nämlich Showers, also Duschen, und wir wollen mal wieder duschen, wir sind jetzt schon wieder 2 Tage ungeduscht. Das Backpacker-Leben ist echt schmuddelig und eklig, aber hey, da musst du durch, ansonsten musst du halt mal in den See springen, und so wie der Christian neulich in den Bach gesprungen ist, ja, da müssen wir halt irgendwie mit klarkommen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen fahren, das sind 180 Kilometer ungefähr noch, das heißt, wir sind jetzt erstmal 2 bis 3 Stündchen unterwegs, haben gerade im Coles noch ein bisschen was Obst fürs Frühstück besorgt, wobei morgen gibt es natürlich Ananas ins Frühstück. Wir haben uns 3 Ananas mitgenommen. Wenn wir ankommen, dann wird erstmal gekocht. Wir haben noch gar nichts Warmes gegessen. Heute haben wir uns ja nur ein paar Brote mit Nutella abgesnackt zum Mittagessen. Dann werde ich mein Video schneiden und dann geht's ab ins Bett, damit wir morgen früh direkt weiter können. So, wir sind am Stellplatz angekommen und unsere Nachbarn haben das coolste Tier der Welt am Start. Definitiv eine der coolsten Rest Areas, auf der wir bisher waren, denn hier gibt es wilde Kängurus. Und wie immer hoffe ich, dass du Spaß beim Zusehen dieses Videos hattest. Wenn ja, dann lass doch mal einen Kommentar da oder gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn du das Video scheiße fandest, warum hast du es überhaupt bis hierhin geguckt? Bist du irgendwie geistig blablabla? Naja, morgen sehen wir uns mit dem nächsten Video. Und falls du das nicht verpassen willst, dann drück doch mal abonnieren. Da unten auf YouTube kannst du abonnieren. Oder wenn schon Wochenende war, dann habe ich bestimmt da oben den Abonnieren-Button verlinkt. Und da an der Seite gibt es das Video von gestern. Aber falls das auch noch nicht verlinkt ist, dann ist unten in der Videobeschreibung die Playlist verlinkt. Also bis morgen. Ciao!